es soll als Ausgangspunkt, das war Ihre Frage gewesen bei der Einladung und ich habe ja auch öfter etwas geschrieben oder gesagt zu diesem Punkte, einem sehr oft zitierten Diktum, einem sehr oft zitierten, wieder zunehmend zitierten Satz eines Juristen beschäftigen, Ernst Wolfgang Böckenförde. Er ist Richter am Bundesverfassungsgericht gewesen, sagt selber, dass er der katholischen Kirche eng verbunden ist, hat in diesem Sinne auch vieles publiziert. Und nun stammt von ihm aus dem Jahre 1967 ein Satz, der ist auch auf dem Programm abgedruckt. Der freiheitliche, säkulare Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das Diktum wird viel zitiert. Ich möchte es auch durchaus würdigen, dann allerdings kritisieren und über es hinausgehen. Man sollte diesen Satz schon deswegen hinter sich lassen, weil er meines Erachtens uneindeutig und missverständlich ist. Ich will da meinerseits auf eine Alternative hinaus, und zwar auf den Gedanken, dass in einem säkularen, freiheitlichen Staat aus meiner Sicht die Toleranz eine Verfassungsvoraussetzung ist und eine Gestaltungsaufgabe. Vielleicht haben wir einen etwas unterschiedlichen Toleranzbegriff, aber da können wir auch noch diskutieren. Dies Letztere, weil sich die Heterogenität, die Wertepluralität in unserer Gesellschaft, die natürlich seit Jahrzehnten im Grunde zumindest seit zwei Jahrhunderten schon da war, weiter verstärkt. Deswegen ist es für die Gesellschaft und für den modernen Rechtsstaat eine Aufgabe, Toleranz zu pflegen und sie auch aktiv zu fördern. Ich bleibe bei der Säkularisierung des Staates, weil das hier auch Ihr Thema ist und das Thema bei Böckenförde. Für den modernen weltlichen Staat sind das philosophische Naturrecht, weltliche Rechtsprinzipien tragend. Der Staat hat Sorge zu tragen, dass Menschen mit divergierenden Überzeugungen, mit unterschiedlichen Überzeugungen nebeneinander koexistieren können. Dies wurde in einem langen geschichtlichen Prozess intellektuell und dann auch faktisch durchgesetzt. Namen wie Hugo Grotius, Thomas Hobbes, Moses Mendelssohn, ganz wichtig, Immanuel Kant sind hier zu nennen. Natürlich gab es den Widerstand bei Autoritäten des Staates und vor allem bei Autoritäten der Kirche. Das ist bekannt, die katholische Kirche, die ja nun zentral autoritativ organisiert ist, deswegen hat man es auch immer besonders einfach auf die katholische Kirche blickt. Die katholische Kirche hat die Religionsfreiheit, die Demokratie und die Menschenrechte erst 1965 akzeptiert und damit dann auch eben den weltlichen Staat formell akzeptiert. Diesen überfälligen Schritt der katholischen Kirche von 1965, den säkularen Staat und die Religionsfreiheit zu akzeptieren, hat Böckenförde nun eine kopernikanische Wende innerhalb des Katholizismus genannt. Und genau da ist sein Diktum auch einzuordnen. Es ist 1967 publiziert worden. Dieses Diktum befürwortete den freiheitlichen, säkularisierten Staat. Darin spiegelt sich die verspätete Rezeption der Säkularisierung des Staates durch die römisch-katholische Kirche 1965 ab. Nun finde ich, ist es schon zu würdigen, dass Böckenförde auf katholischer Seite für den säkularen Staat um Verständnis warb, auch vor 1965. Und dann gewinne ich seinem Satz noch in einer anderen Hinsicht eine sinnvolle, nachdenkenswerte Seite ab. Der Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Daran ist zweifellos zutreffend. Staat und Politik können nicht selbst legitimatorisch und eigengesetzlich begriffen werden. Staat und Politik sind nicht rein eigengesetzlich zu verstehen und selbst legitimatorisch, sondern sie sind zu bemessen an überpositiven Kriterien, an den Menschenrechten, an Maßstäben der Ethik. Ich greife sehr gerne auf den Rechtsphilosophen und Rechtsreformer Gustav Radbruch zurück, der von einer ethischen Güterlehre sprach, an der staatliches Handeln zu bemessen ist. Das heißt, es ist die Funktion
Also Sie sehen ein funktionales Staatsverständnis. Darauf möchte ich hinaus, ist die Funktion von Staat und Rechtsordnung, die Grundrechte der Bürger zu sichern, vor allem das Selbstbestimmungsrecht und die verschiedenen Freiheitsrechte, darunter Religions-, Gewissens-, Weltanschauungsfreiheit, aber auch Presse und worauf ich natürlich jetzt aus der Funktion heraus Wert lege, Wissenschaftsfreiheit. Und zugleich im Sinne in einer ethischen Güterlehre die Aufgabe des Staates zugunsten der Bürger Schutzpflichten zu erfüllen, etwa Schutzpflichten im Sinn eines effektiven Bildungssystems oder eines tragfähigen Gesundheitssystems. Aber um meine kritischen Anmerkungen zu Böckenförde doch noch ein wenig zu untermauern, eines seiner Kontextualisierungen des Böckenförde-Zitates, dieses einen Satzes, war ja nun der Gedanke, dass ganz wesentlich der katholische Glaube eine in Anführungszeichen Voraussetzung des freiheitlichen, säkularen Staates sein könne oder solle. Hier bin ich skeptisch. Wenn man sich Texte Böckenfördes vor Augen führt, auch neuere Texte, dann laufen sie auf den Gedanken hinaus, die Meinungsfindung und die Gewissensbildung von Katholiken solle sich nach wie vor auch heute noch vom kirchlichen katholischen Lehramt vom Vatikan anleiten lassen. Das mag man innerkatholisch so sehen, als Protestant sehe ich das anders. Aber dann ist Böckenförde darüber hinaus offensichtlich der Ansicht, die katholische Kirche könne und solle auf diese Weise immer noch indirekt auf den Staat einwirken. Zitat von 2005. Die Lehrautorität und Potestas indirecta der Kirche, also die Weisungsbefugnis der katholischen Kirche gegenüber Staat und Gesellschaft, falle heutzutage in Anführungszeichen nicht einfach weg. Sie mutiert zu einer Potestas directiva gegenüber den eigenen Gläubigen. Und dann sollen eben die Gläubigen die Aussagen der katholischen Kirche ihrerseits in der Gesellschaft und gegenüber Politikern zur Geltung bringen. Auf diese Weise lasse sich gewährleisten, dass die katholische in Anführungszeichen Wahrheit nicht in Freiheit hinein zu verdampfen brauche. Zitat 2005. Wenn ich diese Ideen jetzt extern, nämlich erstens ethisch und zweitens auch protestantisch kommentiere, es ist nun nicht zu verkennen, dass die katholische Kirche gegenüber ihren Mitgliedern zahlreiche Verbote ausspricht. Diese Tendenz, Verbote zu formulieren, steigt eher an. Katholiken sollen keine künstliche Befruchtung in Anspruch nehmen, das ist untersagt. Sie dürfen keine Ehescheidung durchführen, keine gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft eingehen und so weiter. In meinen Augen bedrückend, der Vatikan und deutsche Bischöfe, ich habe das im unmittelbaren Gegenüber auch erlebt und wir haben darüber diskutiert, der Vatikan lehnt Patientenverfügungen ab, die die passive Sterbehilfe, das Sterben lassen, beim apallischen Syndrom, also beim sogenannten Wachkoma betreffen. Das wirft natürlich erhebliche Schwierigkeiten auf in katholisch getragenen Einrichtungen. Wenn eine katholisch getragene Klinik oder eine Pflegeeinrichtung sagt, ich will die Patientenverfügung nicht beachten und andererseits das Selbstbestimmungsrecht des Patienten, das in der Patientenverfügung sei niederschlagend, doch deutlich ist und grundrechtlich geschützt ist, das ist eine erhebliche, sogar tagesaktuelle Kontroverse, beruhend auf einem bestimmten Interdikt, auf einem Verbot. Embryonale Stammzellforschung ist verboten, es wurde angekündigt, Forscher in diesem Bereich zu exkommunizieren. Es wurde angekündigt, Parlamentarier, die in diese Richtung rotieren, sei es Abtreibungsrecht oder Lebensformen oder Stammzellforschung zu exkommunizieren. In zahlreichen Ländern wurde dies angekündigt bei den Debatten in Spanien, USA, Australien erhielten katholische Parlamentarier entsprechende Ankündigungen von den katholischen kirchlichen Autoritäten.
Jetzt kann man, das ist mir völlig deutlich und das ist nur zu unterstreichen, zu moralisch sensiblen Themen aus guten Gründen unterschiedlicher Meinung sein. Aber es kann nicht überzeugen, dass auf Bürger, Wissenschaftler oder Politiker kirchlicher Druck ausgeübt wird. Und das verstärkt bei mir doch die Skepsis gegenüber dem Böckenförde-Diktum. Die Antiliberalen und gegenüber dem Selbstbestimmungsrecht abträglichen Tendenzen auf katholisch-amtskirchlicher Seite, ich habe einige Beispiele genannt, mehr nicht, sprechen nicht dafür, dass ausgerechnet der religiöse katholische Glaube für den säkularen Staat eine freiheitsfördernde Ressource darstellt, so wie Böckenförde dies postuliert hatte. Möchte nun meinerseits im Gegenzug ins Licht rücken, unsere heutige Gesellschaft ist werteplural. Daher sollten die Wahrung der Freiheitsgrundrechte und die weltanschauliche und religiöse Toleranz für Staat und Gesellschaft maßgebend sein. Und damit komme ich jetzt zum Schluss, indem ich auf meinen Eingangspunkt zurückgreife, das Böckenförde-Diktum. Meines Erachtens findet der moderne säkulare Staat seine Legitimität und seine Stabilität gerade nicht mehr dadurch, dass er sich auf partikulare religiöse oder auf bestimmte metaphysische Voraussetzungen stützt, wie Böckenförde oder andere Stimmen es bis heute vertreten. Stattdessen gilt in der Überwindung und geradezu in der Umkehrung dieser Überlegung Böckenfördes, der freiheitliche Staat gewinnt Akzeptanz und Legitimität wesentlich daraus, dass er überpartikular ist, weltanschaulich neutral und übergreifend angelegt ist und dass er niemanden bzw. keine Überzeugungen ausgrenzen darf. Diese Überpartikularität oder weltanschauliche Neutralität, herkömmlich gesagt, bieten dem Staat die Option, das ist das eine, und erlegen ihm aber auch die Pflicht auf, der Gedanke der Schutzpflichten. Die vielfältigen Überzeugungen der Menschen zu achten, die Grundrechte zu schützen und den einzelnen Menschen ein möglichst hohes Maß an eigenverantworteten Entscheidungsspielräumen zu eröffnen. Soweit erstmal aus meiner Sicht. Schönen Dank. Dass wir das kapieren!